Was soll ich noch gleich besorgen? Ein Mammutfell. Floppidiwupp. Plasma. Ich hab doch nur Spaß gemacht. Ich soll natürlich ein Plasma-Austausch-Floppidiwupp-Mammutfell-Relais besorgen. Eine so wichtige Aufgabe würde ich doch nie vergessen. Wie kommt das Kalibrieren voran? Es käme schneller voran, wenn du ein Plasma-Austausch-Floppidiwupp-Mammutfell-Relais besorgen würdest, nicht wahr? Genau. Was würdet ihr nur ohne mich machen? Okay, also dann. Ich muss los. Ihr habt mich schon viel zu lange von meiner wichtigen Profimission abgehalten. Je weiter du vom Zimmer entfernt bist, desto weniger können wir dich stören. Was sagt denn Boso noch? Wahre Freundschaft ist doch was Feines. Egal was passiert, man trägt sich nichts nach. Auch nicht die mangelnde Stabilität seines Kutters, die fast meinen Plan ruiniert hätte. Na, Boso, du alter... Pirat, sag es ruhig. Hä? Nee, wie kannst du denn ein Pirat sein? So ganz ohne Kutter. Du Altersflecken-Endlager, wollte ich sagen. Zieh dir mal lieber was an. Du willst doch nicht, dass Gold sofort wieder ins Koma fällt, sobald sie aufwacht, oder? War das nicht krass vorhin? Geht so. Oh je, du bist unglücklich, nicht wahr? Unglücklich ist gar kein Ausdruck. Das wäre ich wohl auch an deiner Stelle. Immerhin hast du die ganze coole Action verschlafen. Komm schon, nun lach doch mal wieder. Warum sollte ich? Mein Kutter ist kaputt. Ist doch kein Weltuntergang. Die Welt geht unter. Nicht vor morgen früh. Und etwas Vernünftiges zu essen gibt es hier auch nicht. Mecker, mecker, motz, motz. Du klingst schon fast wie meine Ex-Freundin, Toni. Oder mein ex-bester Freund, Wenzel. Oder jeder andere, der einen größeren Zeitraum mit mir verbracht hat. Und das bringt dich nicht irgendwie zum Nachdenken? Ha. Um mich zum Nachdenken zu bringen, muss schon deutlich mehr passieren. Ja, das war auch mein Eindruck. Willst du dir jetzt nicht langsam mal was anziehen? Geht nicht. Meine Klamotten sind in der Wäsche. Und wenn ich sie dir bringe, ziehst du dir dann endlich mal was über? Warum sollte ich? Du frierst doch bestimmt. Nicht wirklich. Es zieht zwar durch die Löcher im Dach, aber die stickige Heizungsluft gleicht das wieder aus. Und wenn die Heizung ausfallen würde? Willst du mir nicht einfach sagen, was du vorhast? Dann müsstest du dir nicht ständig irgendwelche Verrücktheiten einfallen lassen, um voranzukommen. Ja, aber wo bliebe dann der Spaß? Wo bliebe der Kick? Wo die Herausforderung? Ich sag dir, du holst dir die Schüttelpocken. Unsinn. Dann wäre meine Zunge doch ganz blau. Außerdem hätte ich Husten, Schnupfen und Fieber. Blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber. Alles klar. Rufus, du planst doch nicht etwa, mich mit Schüttelpocken zu infizieren. Ich habe nur gesagt, dass du sie dir holst. Wie du das machst, bleibt mein Geheimnis. Sehr schön, wir müssen ihn also mit Schüttelpocken anstecken. Deine Blöße würgt mein Ästhetikempfinden. Nein, nicht! Insbesondere, wenn du diese Sache mit den Beinen machst. Es ist immerhin eine Frau anwesend. Goal, auf mich wirkt sie eher abwesend. Und so lange könntest du mir ruhig mal die Beinfreiheit gönnen. Du ahnst ja nicht, wie schwer es ist, eine passende Hose in meiner Größe zu finden. Na gut, es ist eine abwesende Frau anwesend. Aber ist das ein Grund, gleich auf ihr herumzutrampeln? Sie ist ja jetzt schon ganz rot. Rufus... Ich glaube, du stehst auf ihrem Beatmungsschlauch. Oh. Egal. Es geht hier nicht um irgendwelche Schläuche. Es geht hier um... Beinfreiheit? Genau. Nicht, dass ich jetzt weniger Beinfreiheit hätte. Ich denke da auch an Doc. Mach dir mal keine Sorgen um meine Beinfreiheit, Junge. Apropos, warum sieht man eigentlich nie deine Beine, Doc? Belassen wir es doch einfach bei... Mach dir keine Sorgen, Junge. Was auch immer. Ich brauche dieses Handtuch. Okay. Nein, nicht. Du weißt auch nicht, was du willst. Neue Augen. Ach, mach doch, was du willst. Okay. Außer der Sache mit den Beinen, hörst du? Alles, nur nicht das. Sagtest du eben, dass du Hunger hast? Ach. Das hast du mitbekommen? Tja, das nennt man selektive Wahrnehmung. So eine Art mentale Superkraft, die Spreu vom Weizen zu trennen. Spreu in die linke,
Weizen in die rechte Gehirnhälfte. Ja, ich bin schon ein Früchtchen. Wenn du mir etwas zu essen besorgen willst, im Souterrain steht ein Pastetenautomat. Mal sehen. Ich muss erst noch rausfinden, inwiefern mich das weiterbringt. Was? Naja, ich bring dir was zu essen und da habe ich dann auch irgendwas von. Läuft doch immer so. Wie wäre es mit dem guten Gefühl, einem Freund einen Gefallen getan zu haben? Hä? Nein, nicht sowas. Ich meine was Nützliches. Einen Köderfisch oder so. Sehr schön. Sorry, ich muss hier weg. Nimm's nicht persönlich. Es ist einfach nur dein abscheuliches Aussehen. Meine Augen sind schon ganz vereitert. Okay, Boso anstecken, was zu essen suchen und ihm noch hier das Handtuch abnehmen. Goal. Sie ist schon wieder bewusstlos. Diesmal gehört es allerdings zum Plan. Ich rette dich und dann geht's ab nach Elysium. Haben wir sonst noch was? Eine Gegensprechanlage? Über dieses Telefon bekommt man eine Verbindung zur Rezeption und kleine Bläschen am Mundwinkel. Probieren wir doch mal. Hallo, Rezeption? Du bist des Todes. Was bin ich? Kleiner Scherz. Hier ist natürlich die Rezeption. Immer zu Diensten. Es sei denn, Sie sind der Typ, der im Aufzug stecken geblieben ist. Aufzug? Ich habe hier noch gar keinen Aufzug gesehen. Ich auch nicht. Darum kann ich Ihnen auch nicht weiterhelfen. Gehen Sie bitte aus der Leitung. Warten Sie. Ich rufe doch aus meinem Zimmer an. Na, das ist freilich etwas anderes. Wie lautet Ihre Zimmernummer? 5? Zimmer 5. Echt jetzt? Wurst. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde gerne etwas essen. Oh, Sie sind mutig. Das gefällt mir. Haben Sie denn schon Ihren Menüplan an der Rezeption abgeholt? Wir bräuchten dringend frische Handtücher. Oh, dann sind Sie im falschen Hotel. So etwas hatten wir hier schon seit Jahren nicht mehr. Und was soll ich dann als Andenken mitnehmen? Wie wär's mit einer ansteckenden Infektionskrankheit? Glauben Sie mir, Sie werden sich noch jahrelang an uns erinnern, sofern die Welt bis dahin noch nicht untergegangen ist. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Ich würde gerne etwas essen. Haben Sie denn schon Ihren Menüplan? Okay, wir müssen also einen Menüplan abholen. Sagen Sie mal, haben Sie zufällig ein Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammut-Fell-Relais? Gut möglich. Warten Sie bitte kurz, während ich im Keller nachschaue. Ich kann genau hören, wie Sie in die Muschel atmen. Tja, Sie haben mich ertappt. Ihre Rechnung für interne Telefonate müssen Sie trotzdem bezahlen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Wohl eher nicht. Verwählt. Kein Problem, das kommt häufiger vor. Wir glauben, dass es an den elektromagnetischen Strahlen des Atommüllendlagers liegt. Oder am Indianerfriedhof. Eins von beiden. Können wir aus dem anderen Zimmer anrufen? Hallo, Rezeption? Immer zu dir. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Irgendwo muss ja das Gespenst drin sein. Zimmer 1. Das ist unmöglich. Zimmer 1 ist nicht vermietet. Und Stimmen aus dem Jenseits gibt es dort auch nicht. Im Gegensatz zu den anderen Zimmern. Lassen Sie sich eine bessere Geschichte einfallen. Sagte ich Zimmer 1? Ich meinte natürlich Zimmer 3. Ah, endlich erreiche ich Sie mal. Ich habe hier mehrere Beschwerden gegen Sie vorliegen. Lärmbelästigung, Geruchsbelästigung, normale Belästigung. Ach nein, warten Sie. Das sind die Beschwerden gegen mich. Wie dem auch sei. Viel wichtiger ist doch, dass Sie Ihre Lieferung noch nicht bezahlt haben. Wozu brauchen Sie überhaupt die ganzen Hühner? Hab ich Zimmer 3 gesagt? Ich meinte natürlich Zimmer 9. Ah, die Dämonen aus dem verfluchten Hotelzimmer. Also, dem am meisten verfluchten. Warum könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich hab doch alles getan, was ihr verlangt habt. Das alte Ehepaar, der freundliche Autor, sogar die junge Schauspielerin. Alles erledigt. Na gut, ich hab eure Betten nicht neu bezogen. Aber irgendwo muss ja auch mal Schluss sein. Sagte ich Zimmer 9? Ich meinte natürlich... Na gut. Verwählt. Kein Problem. Gehen wir mal nach draußen. Mammutfell? Wirklich? Und Fluppidiwupp? Schon gut. So, warte mal, das Kopfkissen. Dieser Kopfkissenbezug ist von hervorragender Qualität. So viele Kopfläuse können nicht irren. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Kopfläuse war das Stichwort. Das werden wir wohl noch brauchen. So, was ist hier der Plan? Mit einem lustigen Schleimtroll in jeder 5. Pastete. Geil! Und ich dachte all die Jahre lang, dass die gar nicht mehr hergestellt werden dürfen. Wer braucht schon Münzgeld?
wenn er über magische Finger und ein unbestreitbares Händchen für Automaten aller Art verfügt. Aua! Das scheint wohl nicht zu funktionieren. Warte mal, hier. Das sieht doch aus wie eine Münze. Geht das? So ein Ärger. Dieser Automat akzeptiert nur Münzgeld. Na gut. Was haben wir hier? Knopf an der Diagonalen. Die roten Module stehen auf Heizen. Das ist aber auch so eine Energieverschwendung. Mal gucken, ob ich die abstellen kann. Okay, abstellen. So, jetzt müssten wir ja eigentlich das hier. Was macht der Hebel? Okay. Wie kriegen wir das denn hin? Jetzt müsste ich eigentlich die hier abschalten können. Aus. Das ist aus, das ist aus. So. Jetzt den. Das funktioniert nicht so ganz. Probieren wir nochmal den. Und den. So. Immer noch das mittlere an. Machen wir die aus. Das ist gar nicht so leicht hier. Der kann die hier machen und der macht die hier. So rum. Bin gerade ein bisschen überfordert. Ach, der Hebel mischelt. Ah, okay, der macht das von links nach rechts. Das heißt, das hier muss... Die müssen aus sein. Jetzt kann ich den hier machen. So. Aha, geschafft. Rufus 1, Entropie 0. Sehr schön. Womit die Heizung aus wäre? Hier können wir noch raus. Was haben wir denn hier? Eine Mülltonne? Was denken die sich bloß dabei, eine Tonne für Fischabfälle direkt unterhalb der Gästezimmer aufzustellen? Hier hat es doch ein für die Müllentsorgung perfekt geeignetes Geländer. In solchen Mülltonnen kann man die verrücktesten Sachen finden. Ein Pelikan. Das ist nicht mal verrückt. Das ist maximal milde merkwürdig. Tja, aber was könnten wir mit dem Pelikan machen? Sonst überhaupt noch was? Hm.
Gehen wir erstmal hoch. Wir haben neue Gegenstände bekommen. Und die Speisekarte müssen wir auch noch holen.